Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Ja, in der heutigen Folge werden wir doch schon die Besuche machen. Eigentlich hatte ich ja für Mittwoch geplant, aber es kam was dazwischen. Ich wollte zwar mit anderen aufnehmen, aber bei denen hat es nicht geklappt und deswegen werden wir heute die Besuche starten. Und ich würde sagen, wir werden die Clansuche überspringen. Es haben sich auch 13 beworben. Ja, das kann dauern, also bis gleich. So, der erste, der besucht wird, ist der Patrick Bang aus meinem Clan. Ja, eigentlich waren die alle in verschiedenen Clans, aber die sind dann gestern alle in den Community-Clan gekommen. Wenn ihr auch wollt, ihr könnt ruhig rein, wir sind schon 25 Member und das läuft auch momentan. Heute Abend ist auch der erste Clan-Krieg. Yo, Ratus Level 6, Trophy Base, 2 Minenwerfer in der Mitte, Level 4. Level 4 ist, glaube ich, das Maximum, yo. Ist das Maximum. Luftabwehr auf Level 4, Kanonen auf Level 7, Bogenschützentürme auf Level 7. Ich weiß nicht, ob die auf 8 gehen. Aber ich meine nicht. Ne, die gehen nicht auf 8. 7 ist das Maximum. Ups. What's up? Klanburg relativ weit in der Mitte. Naja, so weit kann man das bei Ratus Level 6 ja noch nicht in der Mitte haben. Da an die Mauern ja fehlen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Nachher kommt das alles. Zauberspruchfabrik auf Level 2. Alter. Geh mal weg. Ich will auf die Info gehen. So. Level 3 Truppen. Hast Magier, Heiler, gehen glaube ich nur auf 1 auf deinem Ratus-Level, ja, gehen nur auf 1. Blitzzauber auf Level 4, Heilzauber auf Level 3, die Helden besitzt du nicht, was ja klar ist. Hast 39 Sterne gesammelt, Inferno, okay. Drachen kannst du noch nicht haben, 1300 Pokale war dein höchster Pokalstand. Boah, das läuft doch, würde ich sagen, für dein Level bis Level 44. Ich würde empfehlen, mach die Mauern hoch und dann kannst du mit beruhigtem Gewissen auf Ratus Level 7 gehen. Ich versuche die Base Review so gut wie möglich zu machen, aber wenn sich so viele bewerben, kann ich das halt nicht allzu lang halten. Deswegen, falls sich das nächste Mal wirklich wieder so viele bewerben, dann frage ich euch jetzt, soll ich dann 5 auslosen oder soll ich alle besuchen und dann halt eine schnelle Review machen? Aber ich glaube, ich bin eher für die zweite Methode, dann wirklich alle besucht werden. Und ich würde mal sagen, Phil ist der Nächste, der reviewed wird. Baust gerade einen X-Bow, sage ich schon, Minenwerfer auf Level 6 aus. Der ist schon auf 6, der ist auf... Alter! Der ist auf 6, der ist auf 6, der ist auf 6, der auf 5 ist der Letzte, den du auf 6 machen kannst. Der steht etwas... Der steht etwas weit außen, aber... Ich glaube, das hast du auch nur, weil du den gerade ausbaust, wegen sonst kannst du den ja mit dem dunklen Bohrer tauschen. Was du auch, glaube ich, machen wirst, wie es so aussieht, weil der dunkle Bohrer hier auch außen steht. Aber wenn er Minenwerfer im Ausbau ist, bringt er sowieso nichts und deswegen kann man ihn ja auch weiter nach draußen stellen. Baust du gerade Kaserne auf 10 aus, ist die letzte, die du ausbauen kannst, hast 910 gespendet, hui. 485 erhalten, Barbaren, Bogenschützen auf 5, Riesen kannst du noch upgraden, Kobolde kannst du noch upgraden, Mauerbrecher kannst du glaube ich auch noch upgraden, ja, kannst du machen. Barbarenkönig auf 8, Magier auf 5, Heiler auf 2, Drachen auf 3, Packer auf 2, Minions auf 2, die Zauber sind noch nicht auf Max, der Wutzauber geht noch auf 5, also was ich dir empfehlen würde, ein Magierturm machst du gerade auf 5. Nachdem der Minenwerfer fertig ist, würde ich die Magiertürme auf 6 starten und dann kannst du langsam anfangen, die Mauern alle auf 7 zu machen, wie man hier sieht, jede zweite Mauer ist schon auf 7. Das läuft doch, das läuft doch. Das dunkle Lager ist schön in der Mitte geschützt. Der Luftfeger steht relativ, ja, ich würde mal sagen, wenn man mit Lufttruppen angreift, werden die meisten wahrscheinlich von oben angreifen. Aber ist ja nicht schlimm, der Luftfeger ist sowieso auf Level 2 noch nicht so pornös. Auf 4 geht er schon ab. Ich habe ihn auf 4. Also ich habe das schon in manchen Verteidigungen gesehen, im CW zum Beispiel. Aber ich würde sagen, die Base sieht doch eigentlich relativ geil aus. Bist halt Farmer. Farmer kann ich wirklich jedem empfehlen. Hat Vorteile, aber Nachteile eigentlich nicht so, wenn man nicht auf Pokis aus ist. Deswegen, wirklich, ich finde die Base gut. Lieber der UTTR44. Ich habe dich leider nicht im Clan gefunden. Im Klunkers Bunker 2. Keks, Chilling wie Thiele, Nope mit Hut, Meti, X, Philipp XX, Janis, dein Mathelehrer. Das ist ein geiler Name. Jason Force, Luthien, Luke, Bloody Mary, Furchtloser mit STH, okay. Max, Sonne 321, X, Flo, Rigigigugu, Flexi, Beowulf, Aris, Peti. Wir können ja mal bei uns im Clan nachgucken, vielleicht bist du da reingejoint, kann natürlich sein. Ich habe nicht alles gesehen, wer hier reingejoint ist, deswegen kann ich nur schätzen, der YOLO-Chef, okay? Geiler Name. Keks, Bluna, Hashtag Ali, Alter, Lexui, Patrick Bäm. Ah, bist doch hier reingekommen.
Haben wir nicht gesehen, sorry. So, Rasus Level 7. Deine Goldlager sehen sehr gefüllt aus. Deine Elixierlager sind auch gefüllt. Kannst hier noch ein Elixierlager auf 10 machen. Die innere Reihe Mauer hast du schon auf 7. Einen Minenwerfer machst du gerade auf 5. Den anderen machst du auch auf 5. Der hier ist noch auf 4. Würde ich danach upgraden direkt. Die Magertürme sind auf 3. Gehen bis auf 4 auf deine Rathausstufe. Das läuft doch. Deine Truppen sehen auch relativ gut aus, bis die Kobold. Ich glaube, die gehen auch auf 4, oder? Ich meine schon. Kannst du ja mal upgraden, aber wenn du die nicht benutzt, dann sind die natürlich auch nicht wichtig. Benutzt Heiler, lass gerade was im Labor. Lass den Thomas schätzen, was du gerade ausbaust. Ich tippe auf Kobold. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, was du gerade ausbaust. So, Luftabwehr auf Level 2, beziehungsweise machst du gerade auf 3. Guten Tag, yo. Die Jungs sind schon wach. Ich habe ja gerade schulfrei, deswegen ist gerade die 11:30 vormittags. Gleich gibt's Mittagessen. Rasus Level 7, wie schon gesagt. Hast schon die Tesla gehen bis auf Level 3. Kannst du demnächst mal starten, aber ich würde davor erstmal die Magiertürme auf 4 machen. Und dann kannst du dich um den Rest kümmern, dann die Mauern auf 7 hoch machen, dann kannst du auf Rathaus Level 8 gehen und dann macht das Spiel viel mehr Spaß, wenn man auf einer höheren Rathausstufe ist. Von der Base her würde ich sagen, ist eigentlich relativ, joa, in Ordnung. Nur der eine Magierturm steht hier mir ein bisschen weit zu außen, aber ist ja nicht schlimm. Was ich hier machen würde, ich würde den Bogenschützenturm mit der Kanone hier tauschen, dann würde ich den Magierturm, nee, lass das so, ich würde nur den Bogenschützenturm mit der Kanone hier tauschen. Hier das. Nein. Ich würde nur hier tauschen und dann passt das schon. Barbarenkönig auf 1, wie gesagt, befolge meine Tipps und dann ist alles gut. Jo, der nächste wird besucht. So, der nächste, der besucht wird, ist Hashtag Ali, Hashtag Level 42, Silberliga 1, Rathaus Level 6, Trophy Base. Deine Minenwerfer sind auf Level 4, was das Maximum entspricht. Magiertürme auf Level 2, die gehen, glaube ich, bis auf 3. Ja, die gehen bis auf 3. Die würde ich demnächst mal upgraden. Hast schon auch einen Luftfeger, steht weit außen, aber der bringt sowieso noch nicht viel auf deine Rathausstufe. Bogenschützentürme Level 7, was das Maximum entspricht. Kanonen Level 7, was das Maximum entspricht. Bomben Level 1, ne? Jo. Ja, die sind noch nicht wichtig abzugraden. Riesenbombe Level 2. Deine Minen und Sammler 8 und 6. Naja, wobei, auf deiner Rathausstufe sind die eigentlich schon relativ wichtig, da die in einer Nacht schon relativ viel machen. Deswegen kann ich dir auch empfehlen, die abzugraden. Deine Kasernen sind auf 4, 4, 8. Wenn ich du wäre, ich würde die auch bis auf 8 machen, bevor du hochgehst. Das ist wirklich einige Vorteile. Ich bereue es auch erst, dass ich auf Rathaus Level 9 erst alles hochgemacht habe. Denn im CW hat es Vorteile, wenn alle Kasernen auf dem Maximum-Level sind. Da spart man schon einiges an Zeit. Das Armeelager würde ich näher an die Base stellen. So wie die Baute hier und der Luftabwehr, ich schwöre. Die Luftabwehr hat Vorteile, der Gegner kann dann halt schwerer Prozente holen wegen außen, da sind ja keine Verteidigungsgebäude. Der muss dann nur einen Bogenschützen oder einen Barbaren setzen und dann ist das Gebäude auch schon kaputt, kann Prozente holen und dann verlierst du Verteidigung. Du bist ja sowieso gerade in meiner Trophy Base, deswegen als kleiner Tipp würde ich so machen. Deine Mauern sehen doch schon relativ gut aus, muss nur ein paar O6 machen, das läuft doch. Level 3er Truppen, was deine Rathausstufe entspricht, wobei, ich glaube, den Blitzzauber kannst du auch auf 4 machen, oder? Ich meine schon. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben? Ich weiß es nicht ganz genau. Mit meinem zweiten Kampf bin ich auf Rathaus Level 5, deswegen kann ich das noch nicht so beurteilen. So. Wie gesagt, Magiertürme hoch, Mauern hoch. Dann kannst du mit dem Rathaus hochgehen und dann viel Spaß auf Rathaus Level 6. 7. Und mit dem Barbarenkönig natürlich. So, der nächste, der besucht wird, ist der Mr. Bombe. Rathaus Level 8. Und seine Base ist Bombe. Sorry, der musste sein. So, bis Farmer. In der Mitte steht ganz viel, schön viel Zeug rum und ich würde dir empfehlen, die Lager wirklich besser zu verteilen. Da, wenn der Gegner einmal in der Mitte ist, wirklich alles abräumen kann und die Magiertürme in der Mitte bringen dann auch nicht mehr so viel. Ich habe hier sowieso vor, demnächst mal ein paar Rathaus Level 8 Farming Bases vorzustellen. Und dann kannst du dir ja mal eine raussuchen. 3 Magiertürme auf Level 3. Gehen bis auf Level 6. Dir würde ich empfehlen, die bitte demnächst mal auf Level 5 zu machen. Erst 4, dann 5. Minenwerfer auf Level 5 ist schon okay. Beziehungsweise einer ist auf 5. Gerade machst du einen auf 5. 2 sind auf 4. Die würde ich auch demnächst auf 5 upgraden. Bogenschützentürme auf Level 8. So. 8.
8. Ja, das passt doch. Gehen auf Level 10, aber 8 ist schon mal so ein stabiles Level bei einem Bogenschützenturm. Kanonen Level 9, das ist schon mal nice. Dann würde ich dir auch empfehlen, die Bogenschützentürme demnächst mal auf 9 zu machen. Die Mauern würde ich erstmal so lassen. Ich würde erst die Verteidigungsgebäude hochmachen. Erst die Minenwerfer alle auf 5. Dann die Magiertürme auf 5, die Minenwerfer auf 6, die Magiertürme auf 6, die Bogenschützentürme auf 9, die Kanonen auf Level 10, dann die Bogenschützentürme auf Level 10. Luftabwehren kannst du zum Schluss machen, der Luftfeger ist, ja, kannst du auch zum Schluss machen, dann die Mauern auf Level 7 und dann kannst du auch ruhig hochgehen. Wobei ich dir empfehlen würde, auch alle Mauern auf Level 8 zu machen. Ich habe das leider nicht getan, war wirklich ein Fehler, aber naja, dafür komme ich ja jetzt eigentlich relativ gut voran. Mir fehlen nur noch 26 Mauern auf 7, wenn ich die upgrade, habe ich alle auf 8 und das läuft dafür. Dann. Das läuft dann. Oh, ich habe heute schon wieder so einen Knoten drin. Barbaren Level 5, Bogenschützen Level 4, Riesen Level 4, Kobolde Level 3, Mauerbrecher Level 3, der King auf Level 3, Ballons auf Level 3, Magier auf Level 4. Die Zauber sind auch in Ordnung. Wutzauber würde ich nur hoch machen, der ist relativ wichtig. Der Blitzzauber ist so, ja, optional, würde ich sagen. Jo, von der Base-Ausstellung her, wie gesagt, ich würde mir da wirklich eine neue Base suchen. Im Internet gibt es einige. Kannst du dir mal einfach bei Google gratis Level 9 Farming Bases oder sowas raussuchen. Dann müsstest du eigentlich was finden und sonst würde ich sagen, mach weiter so und dann sieht die Base doch bald gut aus. Naja, die sieht jetzt schon irgendwie quadratisch, sagen wir quadratisch praktisch gut. So, der nächste, der besucht wird, ist Stärkste Labana. Ich habe gestern erstmal Stärkste Albaner gelesen. Als ich das gelesen habe und mir alles auf dem Zettel notiert habe. Rates Level 7, Trophy Base. Siehst ein bisschen zerstört aus, aber das hindert uns nicht, eine Base zu bewerten. Magiertürme Level 3. Würde ich empfehlen, die auf 4 zu machen, demnächst sogar noch. Minenwerfer auf Level 4 gehen bis auf 5. Ich würde erstmal die Magiertürme auf 4 machen, dann die Minenwerfer auf 5. Bogenschützentürme Level 8. Entspricht das Maximum. Elixierlager stehen etwas weit außen, aber das macht ja nichts. Luftabwehr Level 3. Die Goldlager stehen mittig. Ich würde die Goldlager doch lieber, wobei. Ja, schwierig. Ich würde es doch so lassen, aber die Magiertürme decken nicht zwei Lager ab, deswegen, das ist da ein Risiko. Bogenschützenturm Level 6 da. Level 6 Kanone, die würde ich auf jeden Fall noch upgraden, auf 8 mindestens. Naja. Das heißt, du bist noch nicht allzu lange auf Rathaus Level 7, wie ich sehe, ne? Hast hier noch eine Kanone auf Level 3, hier stehen noch ein paar Mauern, ein H und ein I. Achso, hi. Yo, hi. Minenwerfer auf Level 1, yo. Du bist noch nicht lange oben, deswegen würde ich dir empfehlen, erstmal diese Verteidigungsgebäude hochzumachen. Minenwerfer würde ich direkt auf 4 durchziehen. Dann die Kanone hochmachen, mindestens auf 7, dann die Magiertürme hochmachen. Dann läuft das doch. Dann demnächst auch mal die Mauern auf 6 starten, dann kannst du dir mit beruhigtem Gewissen sagen, dass du einiges erreicht hast. Barbaren Level 4, Bogenschützen Level 4, Riesen Level 4, Kobolde Level 2, Mauerbrecher Level 3, der King auf Level 1, Ballons auf Level 3, Magier auf Level 3, das läuft doch. Wutzauber auf Level 3, der geht bis auf 4, aber ich will erstmal die anderen hochmachen. Kanonen-Barbaren, genau. Bogenschützen-Barbaren sind schon auf dem Maximum. Riesen aus dem Maximum. Kobolde kannst du, glaube ich, noch hoch machen. Mauerbrecher weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube schon, da man auf Rats Level 8 die Mauerbrecher ja auf 5 machen kann. Jo. Das läuft, würde ich sagen. Von der Aufstellung her gefällt mir die Base eigentlich relativ gut. Ich glaube, ich würde die sogar screenshotten. Für die nächste, Base-Folge, wo ich verschiedene Bases vorstelle, die gefällt mir wirklich gut. Jo, haben wir schon mal gescreenshottet. Ich würde sagen, läuft doch eigentlich, läuft. Lieber Newman, ich habe dich nicht hier im Zoom Unity Clan gefunden. Hier können wir nochmal durchgehen. Shocker, Mats, Prime, The Real, Switch, Raft, Awok, Shadow, Profana 3000, Packard, irgendwas, Tox, Du, Weil, wegen Jonas, Impact, Fire. Langer Name, Zombie Jack, Ramburg, Santa, PC Gamer 2, Doppelpunkt P, Renners 13, Lukas HD, Dark Zombie HD, Etome, Shigi, Pol, der Zerstörer, Hero, DeAndre, JHF Kevin, Flo, irgendwas, Dark Shadow, Controller, Felix, Zombie Fan, Nico, Carlo und Jonas JD. Und in Clash Quest warst du auch nicht drin, ne? Jo, du hast mir die Clans aufgeschrieben, aber du bist leider nirgendwo drinnen gewesen. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber du kannst mir deinen neuen Clan in die Kommentare schreiben. Nächste Woche wird es wahrscheinlich sogar wieder eine Besuchsfolge kommen. Also,
und in die Kommentare damit und dann wirst du besucht. So, der nächste, der besucht wird, ist Fisch des Jahres im Clan Donnerbalken. Entschuldigung. 15 Jahre alt, schlimmes Alter. Sie ist auch zerstört aus. Ja, gerade sind wahrscheinlich alle in der Schule und können deswegen nicht spielen und deswegen, egal, es hindert uns nicht, deine Base zu bewerten. Rathaus Level 8, Farming Base, Magerturm Level 4, Luftabwehr Level 5, Goldlager Level 10, Elixierlager Level 11, Lager für dunkles Elixier. Drei Lager in der Mitte ist schon ein bisschen risky, aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Deine Minenwerfer steht hier etwas zu weit außen. Da ist ein Minenwerfer, da ist ein Minenwerfer und da ist ein Minenwerfer. Alle Level 5. Level 5 geht in Ordnung, Magiertürme würde ich auch demnächst mal auf Level 5 starten, zumindest den einen da, der da ist. Bogenschützenturm Level 8, Kanone Level 9, Bogenschützenturm Level 8, Kanone Level 9. Boah, für dunkles Elixier, Kanone, Elixierlager, Magierturm Level 3, okay, der ist sogar noch Level 3, Magierturm Level 4. Wie gesagt, ich würde die Magiertürme auf Level 5 machen, dann die Minenwerfer auf 6, dann die Magiertürme auf Level 6 und dann den Rest. Und dann würde ich auch demnächst mal anfangen, die Mauern auf 7 zu machen. Das ist immer so eine Sache, ob man die Mauern wirklich auf Level 8 machen soll, bevor man auf 9 geht oder nicht. Ich finde, das ist eigentlich eine Entscheidungsfrage, wo man sich wirklich streiten kann. Musst du selber wissen. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, die mindestens auf 7 zu machen. 8 ist optional, würde ich sagen, sind nicht allzu wichtig. Sieht natürlich schöner aus und du sparst einige Zeit. Da der Loot auf Rathaus Level 8 schon besser ist, aber auf Rathaus Level 9 hat man halt mehr Dinge. Zum Beispiel kannst du den Bohrer aus 6 machen und ja, Riesen Level 6, Barbaren, Bogenschützen Level 6, das hat einige Vorteile. Machst dir gerade den Bogenschützenturm auf Level 8. Jo, befolge meine Tipps und dann läuft das doch alles. Riesen kannst du noch auf Level 5 machen, aber wenn du die nicht oft benutzt, bringt es auch nicht. Mauerbrecher würde ich auf jeden Fall hochmachen für den CW. Hat einige Vorteile. Wutzauber würde ich auch noch auf Level 4 machen. Heilzauber auf Level 5. Joa, wenn du ihn oft benutzt, ja klar, wieso nicht? Und dann sonst. Die Base her von der Ausstellung gefällt mir so, ja, mittelmäßig, weil die Minenwerfer viel zu weit außen stehen, meiner Meinung nach. Da würde ich mir wirklich was Neues einfallen lassen. Aber naja, sobald das Video kommt, kannst du ja eine Base davon raussuchen. Ich gebe mir Mühe damit und ja. Sonst finde ich die Base eigentlich relativ gut. Vom Upgrade-Status her läuft das doch alles. Mach weiter so und dann bist du bald eine schöne Rathaus Level 8 Base. Genau, du bist eine Rathaus Level 8 Base. Ja, das läuft doch. Der nächste, der besucht wird, ist der liebe Syndex aus dem Clan Wreck. 2 plus CW, okay. Rathaus Level 8 Trophy Base. Hast schon einige Mauern in der Mitte auf 8. Magiertürme Level 6. Decken jeweils 2 Lager ab. Maskranehmer Bahnkönig auf 9, bald hast du das Fähigkeitslevel auf 2. Glückwunsch schon mal dazu. Der Luftfeger steht sehr, sehr weit mittig. Die screenshotten wir auch mal. Die gefällt mir wirklich sehr gut, diese Base. Ich glaube, die hält sogar noch relativ gut von den Verteidigungen her, da wirklich viel in der Mitte steht. Und in der Mitte sind auch wahrscheinlich sehr viele Riesenbomben. Luftabwehren Level 6, Minenwerfer auf Level 6, hast schon beinahe alles auf Max, bis auf die Bogenschützentürme. Aber da bist du ja gerade dabei. Grade ist schon 2 fleißig ab. Okay, das Bild war gerade wieder weg. Die Eggart, ich weiß nicht. Die kostet 140 Euro und hat zu viele Mäkel. So. Alles scheint auf Max zu sein, wirklich alles. Bis auf der Heilzauber, oder? Ich meine, den kannst du noch auf 5 machen. Ich bin mir nicht sicher. Also ich kann wirklich nur sagen, weil ich langsam durch muss mit den ganzen Dingern hier in meiner Liste. Wirklich super Base, gefällt mir relativ gut. Luftfeger in der Mitte, hast schon beinahe alles auf Max. Ich glaube, du kannst sogar bald auf Rathaus Level 9 gehen. Glückwunsch schon mal dazu. Jetzt ist der liebe Arnold aus den Clan Hexenmeisterin dran. Rathaus Level 9. Farming Base. In der Mitte sind die X-Bögen. Einer auf Level 1, der andere auf Level 2. Minenwerfer sind schon schön auf 7. Die Magertürme auf 6. Den würde ich demnächst mal auf 6 starten. Aber sonst, du bist noch nicht allzu lange auf Rathaus Level 9, oder? Ja, Bogenschützenkönig Level 4. Ja, aber von den Truppen her ist das so eine Sache, ne? Was ich dir wirklich empfehlen würde, ist, die Mauern demnächst auf 7 zu starten. Die müssen mindestens auf 7 mal sein für Rathaus Level 9. Dann die Magiertürme, zumindest den hier. Ich würde auch die Magiertürme direkt schon auf 7 ziehen. Ich weiß, die kosten 5,28 Millionen, glaube ich. Ist teuer, aber das lohnt sich. Man merkt das auch in den Angriffen nachher. Dann würde ich auch die Bartstruppen empfehlen, hochzumachen. Hat schon Vorteile, wirklich.
Goldliga 3 bist du gerade. Ja, der Loot ist da schon ganz schön schleckere, wie der liebe Don John jetzt sagen würde. Aber sonst... Jo, Luftabwehren sind auf Level 6, 5, 5, 5. Die würde ich so lassen. Natürlich kannst du die noch auf 6 ziehen, aber sonst auf 7 kann noch warten. Luftfeger auf Level 2. Zeig in die richtige Richtung. Dann werden die Angreifer gezwungen, von hier anzugreifen. Und dann ist der Weg lang bis zum Luftfeger. So, wie gesagt, befolge meine Tipps. Mach weiter so. Bartstruppen upgraden. Für die Verteidigungsgebäuden hier auch weiter upgraden. Bogenschützentürme demnächst auf 10. Aber vorher erst die Mauern auf 7 machen. Dann die Magerturm. Dann die Bogenschützentürme auf 10. Dann eventuell die Kanonen auf 11. Und dann wird man gucken, was man so machen kann. Und dann läuft die Sache. Ja, von der Ausstellung her ist die Base eigentlich so, ja, ich würde sagen, eigentlich relativ in Ordnung. Ist nicht die beste, aber ist schon gut, ist schon gut. So, der nächste, der besucht wird, ist aus meinem Clan, der Easy Excessive. Er hat eigentlich den Clan gegründet, Easy Life. Aber er hat mich noch zum Anführer gemacht. Ein großes Dankeschön dafür. Du hast es in Kristall geschafft, okay? Er hat mir ja gesagt, dass er jetzt in Kristall gehen will, um die 250 Juwelen abzustauben. Rathaus Level 7, Trophy Base, hast hier schon einige Mauern auf 7. Siehst ein bisschen zerstört aus, Luftabwehr Level 2. Lager für dunkles Elixier auf Level 1. Magierturm auf Level 3. Magierturm hier auf Level 3. Ja, die Base vom Ansatz her ist die gut, aber diese Doppelmauern hier, die bringen nicht viel. Da musst du zwei Mauerbrecher setzen und die sind trotzdem durch. Empfehlung von mir, Magiertürme auf Level 4 starten. Minenwerfer auf Level 4 sind nicht auf Max, aber hast ja schon 2 auf 5. Den würde ich demnächst auch mal upgraden. Gucken wir meine Truppen rein. 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 1. Und Level 1 Baba King. Wenn du deine Barbaren benutzt, oft, dann würde ich empfehlen, die wirklich mal abzugraden. Hast hier eine Only, naja, eine riesen Magier-Strategie mit Heilern. Vielleicht wäre das mal auch eine Strategie für die nächsten Angriffsstrategie-Folgen. Muss man mal schauen, aber sonst läuft die Sache doch. Ich würde die Mauern auf jeden Fall auf Level 7 ziehen, bevor du hochgehst. Clanburg ist sogar relativ weit mittig. Kanon auf Level 8 entspricht auch das Maximum. Ja, Bogenschützentürme Level 7 ist nicht das Maximum, aber hast du noch ein bisschen Zeit, bevor du auf Level 8, gehst. Sonst von der Aufstellung her. Gefällt mir das eigentlich relativ gut. Ja, ich brauche immer was in der Hand. Entschuldigung. sonst gefällt mir das eigentlich relativ gut, aber die Doppelmauer. Und da würde ich mir was Neues einfallen lassen. Sonst Top Base. So, der nächste, der besucht wird, ist der Amadou NJR. Was wahrscheinlich für Neymar Junior steht, ne? Schätze ich mal so. Magiertürme Level 4. Minenwerfer auf Level 5. Entspricht das Maximum sogar. Kanonen auf Level 8. Die Base gefällt mir auch. Muss ich auch screenshotten. Ich muss öfters Besuche machen, damit ich Content habe für die Base-Folgen. Luftabwehr Level 5. Beide sogar. Bogenschützentürme Level 8. Jo. Also ich kann nur sagen, wirklich top. Fast alles auf Max. Fast alles. Jo, das läuft richtig hart. Alter. Ja, das ist echt Hammer. Nur noch die Mauern auf Level 7 machen, hast du alles auf Max. Und natürlich kannst du noch die Minen und Sammler upgraden. Aber, naja, ist nicht so wichtig. Kannst du natürlich machen auf Level 11. Aber wenn du die nicht brauchst, dann musst du es nicht machen. Sonst wirklich Top Base. Ich will bei dir wirklich nicht viel sagen, weil man dazu nicht viel sagen kann, weil es einfach nur richtig geil ist, was du da hast. Jo, wirklich Top Base. Mach weiter so und dann bist du schon bald auf Rathaus Level 8. So, lieber Farm Pirate, du scheinst nicht mehr im Widowmaker drin zu sein, wie es aussieht. Nope. Ah, schade eigentlich, aber dann würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen XXL-Besuchsfolge. Wenn ihr auch mal besucht werden wollt, unten in die Kommentare rein, wenn ihr schon mal besucht wurdet. Kann es sein, dass ihr mal später besucht werdet, weil die anderen ja auch besucht werden wollen. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.